Ein vermisster Hund konnte nach 5 Tagen seiner Besitzerin in Cincinnati übergeben werden. Der Hund ist in einen Mauerspalt gefallen und konnte nur per Vorschlaghammer befreit werden. Die Besitzerin Connie Flick aus Cincinnati in Ohio vermisst ihren Hund Gertie. Sie versucht, den Hund in der gesamten Nachbarschaft auch mittels Flugzettel zu finden. Ein aufmerksamer Nachbar vernimmt Geräusche des Hundes in der Nähe einer Garage. Bei der Feuerwehr geht daraufhin ein ungewöhnlicher Notruf ein. Ein Hund soll in einer Mauerspalte gefangen sein und sich zwischen 2 Betonwänden befinden. Die Feuerwehrleute entscheiden sich, die Wand, hinter der sich der Hund befindet, mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen. Selbst nach den 5 Tagen der Isolation ist Gertie stark genug, sein Fräulein energetisch zu begrüßen.